Agnetha von ABBA hat einen neuen Song veröffentlicht. Sie hat das ja durch die Blume angekündigt mit geheimnisvollen Statements. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ihre Solo-Single hatte heute Weltpremiere bei einem britischen Radiosender. Die Legende lebt. ABBA, alle vier auf dem roten Teppich im vergangenen Jahr. Da präsentieren sie ihr noch immer in London laufendes Bühnenspektakel. ABBA hat uns nie verlassen in unserem Herzen. ABBA Forever Young als Avatare auf die Showbühne projiziert, als stünden dort die echten Künstler Agnetha, Frida, Benny und Björn. Agnetha, inzwischen 73, veröffentlicht jetzt ein neues Solo-Remix-Album, Where Do We Go From Here, der einzige neue Song. Die scheue Sängerin überzeugt vom neuen Projekt hat der Producer, mit dem sie zuletzt vor 10 Jahren ein Album machte. Auch damals geht es um Liebe und Beziehungen, vielleicht auch ein bisschen eigene Geschichte. Das Angebot, eine gemeinsame Konzerttour zu machen, lehnte aber vor einigen Jahren ab, obwohl angeblich fast 1 Milliarde winkte. I 55 Jahre nach dem Start von Agnethas Karriere, noch vor ABBA, singt sie jetzt wieder solo ihren neuen Song Where Do We Go From Here? Wie geht es jetzt weiter? Offenbar immer irgendwie.